So, mein Tee ist auch durchgezogen, glaube ich. Habt ihr euch alle die Hände gewaschen, nachdem ihr vom Klo gekommen seid? Das wissen nämlich manche Leute nicht. Auch vor Corona war das schon eigentlich ganz okay, sich ab und zu mal die Hände zu waschen. Hat bis dahin einfach nur noch keiner drüber nachgedacht. So. Jetzt kann ich hier schön Tee trinken. Ich hoffe, habt ihr euch auch Tee gemacht? Schön Tee trinken. Schön Teechen. Teechenzeit. So, jetzt muss ich aber mal überlegen. Wir waren jetzt immer rechts gegangen. Raum haben wir uns ja gemerkt. Falls wir nochmal zum Raum der Unendlichkeit gehen wollen. Warum auch immer. Wir sind dann immer rechts gegangen, aber wir konnten dann auch mal irgendwann doch in der Mitte auch irgendwo längs gehen, ne? Genau, wir kamen von hier, oder? Das heißt, wir können jetzt mal in die Mitte gehen. Oder kamen wir aus der Mitte? Kommen jetzt von links. Wir sind ja immer rechts gegangen. Das heißt, wir können ja eigentlich immer auch nur von rechts wieder rauskommen. Dann gehen wir jetzt nochmal wieder hier ganz rechts, oder? Vielleicht finden wir noch einen zweiten Raum der Unendlichkeit. Hey. Ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht gekriegt in meiner Arbeitsgruppe, wo jemand einfach zum Geburtstag gratuliert hat, aber ohne zu nennen, wer denn eigentlich Geburtstag hat. Ich weiß, wer heute Geburtstag hat. Von meinen Kolleginnen. Aber irgendwie kam das doch sehr out of Kontext gerade. So, hier sind wir noch nicht gewesen, oder? So, jetzt gibt es keinen richtigen Weg, aber das hier ist ja noch am ehesten. Wir wollten ja jetzt rechts längs gehen. Doch, hier sind wir schon gewesen. Hier ist der Spitzhackenraum. Solitär-Let's Play will ich auch noch mal irgendwann machen. Ich habe die Angst, dass jetzt ihr alle noch weg seid. Weil keiner schreibt mal was. Keiner schreibt, oh, ich habe mir auch einen Tee gemacht. Oder, natürlich, oder schreibt, natürlich habe ich mir nicht die Hände gewaschen. Ich habe die letzte Stunde verpasst. Was war was Wichtiges? Na, wir haben den Raum der Unendlichkeit gefunden. Ich kann dir mal kurz zeigen. Ich kann nicht direkt ein Bild zeigen. Aber hier, das ist das, was aussieht wie das ProSieben-Symbol. Eine große Tür, weißes Licht dahinter, geht man durch, dann ist man in so einem ganz weißen Raum. Der ist halt unendlich groß. Und wir sind auch sehr lange durchgelaufen und die Zeit geht nicht weiter, wenn man da ist. Aber es ist auch nicht viel drin, außer Teppiche und Bücher und Papier. Aber was braucht man mehr im Raum der Unendlichkeit? Ansonsten ist nicht wirklich viel passiert.
Ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ach ja, hier ist der. Kann ich jetzt den Stein noch mal bewegen? Der Stein ist bewegt. Wir haben diesen Stein hier gefunden. Ist auch noch ein Highlight. Ja, wir sind irgendwie kann ich jetzt eigentlich mal Fast Travel machen? Fast Travel, mehr oder weniger. So, mal gucken. Den Raum, da sind wir gerade gewesen. Den Raum haben wir gewesen. Dann können wir jetzt dahin eigentlich zurückgehen, ne? Da sind wir dann immer rechts gegangen. Und dann müssen wir links gehen und dann müssen wir dann wohl oder übel. Da läuft ja jetzt automatisch hin. Darunter springen. Dann nämlich doch mal links lang gehen. Ich glaube, jetzt haben wir sonst alles abgegrast. Vielleicht kannst du den Stein lutschen. Ja, damit ich nicht so viel Durst habe. Ja, es ist ein sehr actionreiches Spiel. Jetzt müsste er durch die Mitte gehen. Achso, wir sind schon da. Okay, wir sind von der Mitte gekommen. Jetzt gehen wir nämlich nochmal links runter. Und dann gehen wir nochmal dahin, wo. Ja, wo diese Klippe ist, wo man runterspringen kann. Und ich hoffe, dass wir dann nicht sterben. Also sind wir mal links gegangen. Jetzt haben wir mal rechts gegangen. Jetzt gehen wir wieder links. Eigentlich komme ich ganz gut zurecht. Ich finde alles wieder. Genau. Ja. Springen wir mal hier runter. Oder er will hier gar nicht runterspringen. Springen oder nicht springen, springen oder nicht springen. Wir können ja auch noch wieder ganz zurückgehen und die anderen Wege lang gehen, aber eigentlich will ich springen. Aber ich habe die Befürchtung, dass wir dann aus irgendeinem Grund nicht zurückkommen und auf irgendwas warten müssen oder so. Ich will springen. Wollt ihr auch springen? Keiner traut sich, was zu schreiben. Wir stehen am Abgrund. Animani schreibt springen. Alle schreiben springen. Springen! Springen! Tod. Game over. Klettern? Ich hätte mit diesem Ausgang rechnen sollen. Ja, hab ich auch. Naja, dann gucken wir mal. Ich muss immer denken, und da waren sie wieder meine drei Probleme. Gut, wir kommen von rechts, dann gehen wir jetzt erstmal ganz links. Wir merken uns den Raum. Und ich hoffe, dass er dann die alten Räume nicht überschreibt. Ich habe letztens mal ein paar Vsauce-Videos angeguckt. Aha, hier kann man bestimmt auch mit der Spitzhacke noch was machen. Nee, das war sogar ein neues Vsauce-Video. Aufgrund dessen ich dann Kohle. Aufgrund dessen ich dann alte Videos nochmal angeguckt habe. Und da ging es nämlich um Löcher und Höhlen. Jetzt kann ich Feuer machen! Feuer! Okay, hier kann er nicht mit interagieren. Das heißt, ich komme hier auch nicht raus. Gehen wir also hier längs. Und das ist ein Loch mit einem Raum dahinter, ist eine Höhle. Aber ein Loch, was zu einem anderen Loch führt, ist ein Tunnel. Und wenn aber in dem
Loch nur viele andere Löcher wieder woanders hinführen, ist es trotzdem nur eine Höhle und kein und es gibt dann nicht mehr Löcher. Oder so. Ich habe vergessen, worum es wirklich in dem Video geht. Das ist immer mein großes Problem bei Vsauce-Videos, dass der immer so dann hin und her springt und dann vergesse ich eigentlich, worum es denn nochmal wirklich ging. Aber irgendwie muss ich hier jetzt die ganze Zeit wieder dran denken. Weil wenn es mehrere Ausgänge gibt, oder mindestens zwei, dann ist es eigentlich nur ein Tunnel. Und keine Höhle. Scheiße. So, jetzt kommen wir hier. Wir sind jetzt immer rechts. Nee. Sind wir mal links oder rechts gegangen? Wir merken uns den Weg. Ich habe es schon aufgebraucht, glaube ich. Nein, nicht dahin gehen. Hey, Moment. Er kennt jetzt den Weg oder was? Ich wollte doch jetzt in den anderen Raum zurückgehen. Jetzt geht er von alleine irgendwo hin. Dann kennt er ja den Weg besser als ich. Sind wir hier schon mal gewesen? Aha. Aha. Also sind wir da schon mal gewesen? Irgendwie. Fuck. Gehen wir noch mal zurück. Noch mehr Kohle gefunden. Wir können auch von mir noch mal wieder an den Anfang zurücklaufen. Ah, guck an. Shortcut. Okay, hier kommt man raus, wenn man da rauskam. Aha. Gut, das hängt also alles irgendwie miteinander zusammen. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Das ist dann ja nur eine Abkürzung eigentlich. Wir kamen von da, dann gehen wir dann nochmal in die andere Richtung. Aber ich glaube, dann drehen wir und wir drehen uns, das ist alles nur, wir laufen nur so im Kreis dann irgendwie. Wie war das nochmal mit dem Elbtunnel? Du meinst wohl die Elbtunnel? Die Elbtunnels. Von den Elbtunnelsen. Ja, so ähnlich. Da habe ich auch, musste ich auch an das Video denken. Mit dem Elbtunnel oder die Elbtunnel. Geh nur nach unten. Manchmal stellt er sich ein bisschen dösig an. Ja, auf jeden Fall haben wir das Rätsel gelöst. Wir haben tatsächlich die. Die Dings voll. Aber wir haben es auch eigentlich abgegrast. Wir müssen uns nur die wichtigen Orte merken, eigentlich. Die wichtigen Orte waren ja. Also zum Beispiel den Anfang, das wäre nicht schlecht. Das ist eigentlich, glaube ich, schon fast alles egal. Weil wir das, glaube ich, schon eigentlich ganz gut abgegrast haben. Diese ganze Ecke hier. Wenn ich mich jetzt so recht entsinne, oder? Weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr. Aber zum Beispiel der Ort ist wichtig. Weil da war das Ding mit dem. Das hier. Ne, der Ort ist wichtig, weil da läuft das Wasser rein. Weiß ich nicht. Das ist ein wichtiger Ort, weil es von da aus dann immer losging in verschiedene Ecken.
Der Ort ist vielleicht wichtig. Und der Ort ist wichtig. Also so müsste man eigentlich dann verfahren in nächster Zeit, dass man dann immer nur... Ja, hier geht es einfach nur wieder zurück. Ob der Ort hier wichtig ist, weiß ich nicht, weil ich so dachte, hier könnte man vielleicht mit der Spitzhacke was machen, aber er reagiert da gar nicht drauf. Das heißt, wahrscheinlich kannst du mit der Spitzhacke dann auch nichts machen. So, gehen wir nochmal in die Mitte. Findet ihr eigentlich die Atmosphäre angenehm? Also ich gucke ja zwar manchmal gerne Livestreams, aber nur von einem Typ auf der Welt gucke ich gerne Livestreams an. Und die lasse ich auch manchmal, wenn ich einschlafen möchte, lasse ich die so laufen. Weil es immer sehr ruhig ist meistens, was er spielt. Und der hat so eine sehr entspannte Stimme. Da kann ich gut bei wegschlummern. So, und hier gehen wir dann im Kreis. Und hier geht es irgendwie wieder zurück, glaube ich. Da können wir gleich mal Fast Travel machen. Jetzt frage ich mich, weil ja zum Beispiel Leute bei unserem Podcast, also beim Nurture Podcast, schon gesagt haben, dass sie das gerne zum Einschlafen hören. Aber da schreien wir ganz oft rum und das kann ich immer gar nicht nachvollziehen, wie das Leute sich zum Einschlafen anhören können, weil es immer so ungemütlich ist, denke ich mir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das aber auch wie so eine bummelige. Könnte man das lesen? Kann er nicht lesen. Kann man aber auch so nicht lesen. Aber auf der anderen Seite sind unsere Podcasts natürlich oft auch so eine Kaffeetisch-Atmosphäre. Wir sitzen Leute rum, klönen, krabbeln so ein bisschen. Vielleicht ist das so das Angenehme für die Leute. Und jetzt frage ich mich halt bei diesem Spiel, ob sich das Leute zum Einschlafen anhören würden. Also erstmal müssten die ja meine meckernde Scheißstimme ertragen. Und irgendwie ist es halt so ein bisschen gruselig auch. Ich glaube, wir sind hier dann ja runtergegangen, weil wir immer runtergehen wollten. Dann sind wir hier, glaube ich, gar nicht durchgegangen, ne? Gehen wir hier nochmal links. Mir gefällt es sehr gut, sehr entspannt. Ey, nicht zurückgehen. Ja, dieses Lied hier zum Beispiel finde ich auch entspannt. Da könnte ich, glaube ich, auch gut bei einschlafen. Cool, gehen wir jetzt mal nach oben. Hier sind wir doch auch schon gewesen, oder? Aber gerade das Lied ist ein bisschen gruselig. Ich bin eher so der YouTube-Mensch und gucke Videos zum Einschlafen. Beziehungsweise zu Zeiten, die mir passen. Ja, ich eigentlich auch. Deswegen gucke ich halt nur von einem Mensch auf der Welt. Das ist eine Steintür. Okay, wir sind hier noch nicht gewesen und wir sind hier aber auch noch nicht gewesen. Lass uns den Raum mal merken. Wir merken uns den Raum. Der hier war nicht so wichtig. Überschreiben. Jetzt habe ich den nicht zweimal gespeichert, oder? Nee, das ist was anderes. Dann gehen wir erstmal hier durch. Wie gesagt, wir müssen uns dann wirklich nur die wichtigen Orte merken. Das Loch und den Stein. Aber hier bin ich doch schon gewesen, oder? Doch, hier bin ich schon gewesen. Bin ich mir sehr sicher, dass ich hier schon gewesen bin. 90,
12% Siegewahrscheinlichkeit. Ja, die Livestreams mache ich dann wahrscheinlich auch mal dann auf YouTube obendrauf irgendwann. Mal gucken, in was für eine Art und Weise. Ich habe halt überlegt, ob man das so schneiden sollte und so, ob ich die Pausen dann rausschneide. Aber bei diesem Spiel wüsste ich halt echt das nicht, wie ich das überhaupt machen soll. Irgendwie ist das ja der Sinn dahinter, dass das so. Diese Tür sollte zur Bibliothek führen, aber sie ist auf der anderen Seite blockiert. Ich werde dieses Ereignis der Liste meiner Enttäuschungen hinzufügen. Jetzt habe ich eine Enttäuschung. Eins Enttäuschung. Ja, habe ich auch. Gut, den Raum habe ich mir gemerkt. Naja, dann müssen wir mal oben rum gehen. Wir gehen jetzt mal wieder oben rum. Also ich glaube, dass wir doch hier hinten auch noch nicht gewesen sind. Aber wir haben uns den Raum ja markiert. Wir können ja wieder zurücklaufen. Ich höre meist Podcasts zum Einschlafen. Ja, das ist halt die Frage. Also, Podcast geht auch immer gut, obwohl ich gerne zum Beispiel auch Hörbücher zum Einschlafen oder sowas anhöre. Oder zum Beispiel YouTube-Videos, die so ein sehr, wie nennt sich denn das? Wo halt einer die was vorliest, sozusagen. Also, oder halt irgendwie so Video-Essay-Sachen oder so. Sollen wir erstmal ganz nach oben gehen? Ich denke mir immer so, das ist auch total bescheuert. Ich lege mir diesen Plan fest, wir gehen immer erstmal dann in eine Himmelsrichtung oder nach links oder nach rechts nur. Und denk dann, will dann immer die ganze Zeit dagegen arbeiten. Jetzt bin ich nämlich, wollte ich gerade schon vorhin rechts laufen, jetzt will ich wieder rechts laufen. Aber wie gesagt haben, wir gehen jetzt nach oben. Nein, wir gehen jetzt nach oben. Wir machen das jetzt. Damit wir gleich dann wieder schön den Weg zurücklaufen können. Weil ich das dann auch ganz gut finde, wenn halt einer so, ja, halt vorliest. Weil das halt irgendwie so ein bisschen auch, glaube ich, beruhigender ist, als wenn dann viele Leute so labern. Aber irgendwie geht das auch. Komisch. Bei Livestream ist oft das Problem, die sind da zu lang und dann werde ich nachts irgendwie wach und die Leute unterhalten sich immer noch oder machen, spielen dann immer noch und so. Das ist dann irgendwie komisch. Und es kommt ja auch irgendwie auf das Spiel an. Aha, hier sind wir aber schon gewesen. Das kenne ich. Aber warum? Warum sind wir jetzt wieder hier? Dann sind wir nämlich vorhin dann einfach nicht nach oben gelaufen. Okay, dann sind wir jetzt aber auf jeden Fall im Kreis gelaufen. Aber hier sind wir ja gewesen. Doch, doch, hier ist das Wasser und hier hinten ist dann, da geht es dann nicht weiter. Da geht es dann irgendwo durch die Dings durch. Aber wie kommt man denn dann zur Bibliothek, wenn es hier oben rum nicht geht? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, oder es hat halt was mit dem Loch zu tun. Dass man darüber dann erst zur Bibliothek kommt. Aber hier sind wir doch gewesen. Naja, ich kann mich daran erinnern, dass ich schon mal hier so dumm nicht weiterlaufen konnte. Almazan Kitchen Videos kann ich auch nur empfehlen. Sehr entspannt. Aber Rocket Beans TV guckst du doch auch manchmal live. Ja, Rocket Beans TV gucke ich fast, aber nur live. Ist jetzt das Moos? Ist das, wie geht's dem Moos? Moos. Ist das Moos schon fertig? Es ist noch nicht reif zur Ernte. Typisch. Typisch Moos. Lässt sich mal wieder Zeit. Ja, ich muss hier jetzt auch gar nicht hinlaufen. Ich weiß ja, dass wir hier schon gewesen sind. Gut, gehen wir mal zurück. Na. Na. Nee, du sagst mir das doch. Okay, jetzt geht er zurück. Was wollte ich sagen? Ja, Rocket Beans TV gucke ich eigentlich nur live, wenn die Dings machen, wenn die Pen and Paper machen.
weil ich da irgendwie ganz gut mitmachen kann. Da zeichne ich dann ja immer gerne nebenbei und dann mache ich da halt so Fanarts und so. Das funktioniert ganz gut. Bei allen anderen Sachen, ich überlege, ja, manchmal, wenn die wirklich irgendwie was Besonderes machen, gucke ich auch manchmal live rein. Zum Beispiel, wo die große Geburtstagsshow hatten. Das habe ich mir gerne angeguckt. Aber meistens nur das Pen and Paper, weil das bietet sich für mich irgendwie gut an. Weil ich da halt so gerne mitmache. Bei dem ganzen anderen Kram so abstimmen und sowas, das interessiert mich immer alles irgendwie nicht so richtig doll viel. Und die haben ja auch dann viele Zuschauer, da geht es dann ja auch eh irgendwie so unter, wenn du da mitmachen willst, wollen würdest. Den Raum hatte ich mir nämlich übrigens doch markiert. Und ja, bei den Pen and Papers halt. Da kannst du halt irgendwie so dann doch mal mitmachen. Ja, guck, hier oben sind wir schon mal lang gelaufen. Hier unten ist was runtergefallen. Die Höhle hier ist warm und schön. Wenn du das sagst. So, dann haben wir eigentlich den ersten Kapitsch abgegrast. Was ist denn das hier für ein Raum? Wo geht's denn hier lang? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir kommen woanders hin. Ehrlich gesagt. Hier sind wir doch auch schon gewesen, oder? Ja, ich glaube schon. Laufen wir nochmal zurück. Ich glaube, ich habe jetzt in dieser Ecke doch schon alles abgegrast. Wir könnten also zurück in diesen, ja, fast ersten Raum gehen, wo man das erste Mal diese drei Entscheidungen hat. Ja, hier sind wir auch gewesen. Sag ich mal einfach so. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Dann sind wir das erste Mal links gegangen. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal nach rechts. Ich sag das immer alles so. Manchmal will ich aufhören, umher zu gehen und einfach nur sitzen und denken. Nix da, Freundchen. Hier wird schön rumgelaufen. Okay, nee, hier sind wir noch nicht gewesen. Einfach mal durch Zufall jetzt das hier gefunden. Dieses Stück Papier wird mir in meinem Kunst neuen Stück Papier. Was ist das hier? Ich hoffe, der König stört es nicht, wenn ich eins seiner Bücher ausleihe. Gibt es noch was anderes als Bücher? Gut, gehen wir die Treppe hoch. Aber life is life. Na, 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 na. Ja. Das stimmt natürlich. Also, ich meine ja auch, also zum Beispiel jetzt so hier in unserer Gruppe, da ist das Live ja vielleicht auch ein bisschen was Interessanteres, weil ihr könnt ja das hier geil mitbestimmen. Ihr könnt ja wirklich entscheiden, wo links wir gehen. Und weil wir sind, ihr seid nur 6 Leute. Hä? Wo ist er denn? Hä? Ah, da. Jetzt geht er wieder runter. Alles klar. Okay.
Ich meine, ihr könnt dann wirklich was bestimmen, aber wenn so. Von hier sind wir jetzt nicht gekommen. Nee, wir sind da schon reingegangen, ne? Das heißt, wir sind jetzt aus der Tür gekommen, dann sind wir hier noch nicht drin gewesen. Aha, alles klar, das ist hier der Raum, wo es das erste Mal drei Entscheidungen gab. Okay, gut, 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 interessant. Ach, dann ist das ja, aber dann führt das ja auch noch alles im Kreis. Oh nein. Ich glaube, dann haben wir aber ehrlich bald schon die erste Runde vielleicht durch. Weil wenn die jetzt schon mal im Kreis gelaufen sind und dann können wir doch jetzt bestimmt dann gleich in der dritten Tür raus. Weil dann haben wir die erste Runde durch. Da wüsste ich nicht, wo man dann noch hinlaufen sollte. Muss man wirklich warten, bis das Moos fertig ist. Und bis das Wasser in dem Brunnen da drin ist. Und dann kommt man ja erst weiter. Und bis man die Spitzhacke hat. Dann ist das hier vielleicht alles gar nicht so groß, wie ich anfangs dachte. Also hier dürften wir jetzt nun wirklich noch nicht gewesen sein. Sollen wir uns den Raum noch mal merken? Merken wir uns den mal den Raum. Der ist wichtig. Der war jetzt so mittelwichtig, aber wir halten das mal. Der war wichtig, genau, weil es da mit der Spitzhacke was zu tun gab, beziehungsweise mit dem Pilz. Eher wahrscheinlich eher mit dem Pilz als mit der Spitzhacke. Der Raum ist wichtig. Der Raum ist eigentlich nicht so wichtig. Der Raum ist eigentlich auch nicht so wichtig. Ich glaube, den können wir mal überschreiben. Ich bin übrigens zwei von den sechs. Ach nein, ich schaue über TV und schreibe über Handy. Ich habe schon gedacht, was hier für ein großes Publikum heute anwesend ist. Aber es ist nicht so schlimm, weil es besser ist für meinen. Sind wir hier schon gewesen? Weil es ja besser ist für das Twitch. Dingenskirchen. Wie heißt denn das? Improvement oder so. Affiliate-Dings. Das weiß Twitch ja nicht, dass du das dann doppelt angeguckt hast. Das denkt dann halt, ich hatte mehr Zuschauer als wirklich. Oh. Okay. Nee, dann sind wir hier schon mal langs gelaufen. Hier sind wir doch gerade schon lang gegangen. Also ich bin jetzt gerade nach oben gelaufen, oder? Oder bin ich nach unten gegangen? Ich glaube, gerade bin ich nach unten gegangen. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Aha. Ganz oben. Was für ein bedeutungsloser Aufstieg. Jetzt habe ich zwei Betäuschungen. Och Mann. Tja, das war's also, oder? Ich glaube, wir laufen dann nur im Kreis. Wir gehen jetzt nochmal wieder nach unten. Zerstör nicht meine Träume. Vielleicht weiß Twitch das aber, weil das die beiden gleichen IPs sind.
Zerstör doch nicht meine Träume. Aber ich muss ja auch nur 3 reguläre Zuschauer haben. Das reicht ja. Ich muss jetzt noch an 5 verschiedenen Tagen streamen. Zuschauerdurchschnitt hat gereicht. Irgendwas muss ich noch erfüllen. Dann kriege ich den Affiliate-Status oder wie das heißt. Und dann geht es hier richtig los. Dann ist aber Action im Karton, sag ich euch. Wo kommen wir denn jetzt hin? Okay, hier sind wir auch noch nicht gewesen. Das ist sehr gut. Wir gehen natürlich nach oben. Aber hier kommt er nicht weiter, schätze ich mal. Oh, er kann springen. Ja klar, springen wir. Dieser Sprung ist nicht nach meinem Geschmack. Ich warte lieber, bis dieser Stalaktit abbricht. Ich schätze, das wird nicht länger als eine Woche dauern. Na toll, dankeschön. Okay, merken wir uns den Raum. Raum merken. Stille merken. Stille merken. Den überschreiben, ja. Gut. Na, dankeschön. Immerhin. Jetzt schreibe ich mir auf. In einer Woche geht's dann weiter. Das Wasser soll ungefähr einen Monat dauern, hat er gemeint, ne? Aha. Ja, das ist halt eine Aufgabe hier. Das ist halt eine große... Ich mag den Geruch von Erde. Das ist halt eine große Aufgabe. Aber wenn das ja wirklich so ist, wenn halt die Zeit immer weiterläuft... Dann geht das ja halt auch. Dann macht man halt mal eine Woche Pause und dann guckt man mal wieder. Dieses Stück Papier ist auch wieder mit dabei. Dann regnet es Twitch Prime Subs. Ja, kann sein. Sophia hat ja schon gesagt. Also 1 kriege ich dann. Wie viel ist denn das eigentlich? Ich gebe ja immer auch 1. Mein Twitch Prime kriegt immer dieser eine Streamer, den ich immer angucke. Immer. Aber Moment. Sind wir hier schon mal durchgekommen? Nee. Wir sind ja irgendwann durch so einen ganz schmalen Gang gelaufen, aber der hier war es nicht. Ich wünschte, ich hätte jemanden zum Reden, aber eigentlich kann ich auch nicht. Aber eigentlich kann ich das auch mit mir selbst. Ich muss mich nur setzen und meine Gedanken sortieren. Ja, aber du läufst jetzt mal ein bisschen schön. Du läufst mal hier schön hier über längs. Okay, warte mal. Wir müssen immer aufpassen. Hier geht's jetzt runter. Und hier verzweigt sich's jetzt nochmal. Wir sind aber davon hier nochmal gekommen. Aber ich habe ja mehr... Welchen Raum war das denn? Wenn wir dahin zurücklaufen, dann kommen wir ja da durch. Gut. Dann merken wir uns das mal darüber. Dann gehen wir jetzt erstmal rechts längs. Ach, wie viel Kohle ich jetzt schon habe? 19. Ich weiß auch nicht, auf eine perfide Art und Weise macht mir das Spaß. Aber es ist halt auch eine irre Zeitverschwendung. Aber wenn es einem Spaß macht, ist es ja keine Zeitverschwendung. Und da frage ich mich aber, das ist immer was, das ist mein großer Glaubenskrieg mit mir selbst. Ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Oh, wir haben ein Geheimnis gefunden. Ach.
Ah. Springen oder nicht springen? Ja, dann ist der tot. Der ist dann tot. Da traue ich mich nicht. Ich traue mich nicht zu springen. Okay, ihr könnt das wieder entscheiden. Soll ich hier runterspringen oder nicht? Springen! Springen! Aber ich habe Angst. Das ist ganz hoch. Und was ist, wenn ich dann nie wieder zurückkomme? Aber hier sind so Kristalle und sowas. Das ist interessant. Aber wir können ja auch noch mal woanders längs gehen. Dann, da war ja noch ein anderer Weg. Okay, ihr wolltet nicht springen. Fuck it. Dort unten wächst Moos. Ich warte besser, bis es genug gibt, um eine sanfte Landung zu garantieren. Das wird etwa 2 Wochen dauern. Feigling. Feigling. Okay, merken wir uns. Wir überspeichern das hier. Ich habe so viele Geheimnisse gefunden. Ah Mann, das wäre cool gewesen jetzt. Gut, freuen wir uns schon mal auf in 2 Wochen. Du hast noch 200, 399 Tage, um zurückzukommen. Ja, ich weiß. Aber ich will das jetzt alles schon rausfinden. Ja, wir müssen uns da mal was überlegen, weil ich glaube, also ich habe überlegt, ob ich morgen auch nochmal streamen soll, aber ich glaube, wir müssen The Longing morgen dann nicht spielen, weil meine Waschmaschine läuft jetzt noch 2 Stunden. Da wollte ich dann eigentlich, ne, ich wollte eigentlich schon früher Pause machen. Wie spät ist es denn jetzt eigentlich? Moment. Gucken wir mal in die Flasche, wie spät das ist. 18:50 Uhr. Also ich wollte eigentlich so in 40 Minuten, also um 7:30 Uhr, wollte ich noch Abendessen. Ich würde da ein Social Eating von machen, wenn ihr wollt. Da will ich zum Abendbrot essen. Und von mir aus können wir dann noch ein bisschen weiterspielen, aber ich schätze mal, dass wir dann. Ah nein, hier geht's auch noch lang. Vielleicht sind wir dann aber auch doch noch nicht durch. Aber dass wir dann echt schon ganz schön gut was abgedeckt haben und dann wirklich erst in einer Woche spätestens wiederkommen müssen und dann die neuen Order abzugrasen. Das heißt, wir bräuchten vielleicht für morgen dann irgendwas anderes. Okay, den Ort muss ich mir ja auch merken. Dann speichern wir mal das hier. Aber wir werden ja eh immer im Kreis geführt. Ach, ist ja egal, komm, wir gehen. Ne, ich dachte, hier oben kann man lang gehen, aber da geht das gar nicht. Das sieht doch so aus, wie als ob. Na, da sag ich doch, dass es geht. Seid ihr damit cool? Aha! Ah, guck mal! Kommt man tatsächlich hin? Ah, ein Teil meines Instruments. Yes! Sobald ich alle Teile gefunden habe, kann ich zu Hause musizieren. Aber wie doll man sich freut! Ich freue mich total, wenn ich irgendwas sowas finde. Gehe ich zu weit? Das müsste ich. Dave müsste sich das hier angucken. Ich kann hier nicht nochmal irgendwo lang gehen, oder? Ich kann hier nur zurückgehen. Aber ich, doch, ich kann nach oben und nach unten gehen. Nee, ich kann doch nur in eine Richtung gehen. Aha, guck. Ah, so. Guck, das habe ich gar nicht gerafft. Hier bin ich schon gewesen. Glaube ich. Da habe ich nur nicht den. Wusste ich nicht, dass es da einen Weg gibt. Glaube ich zumindest. Wir gehen mal hier links. Ja, hier bin ich gewesen. Alles klar. Geheimnis. Geheimnisvolle Geheimnisgänge. Da müsste ich mal Dave fragen. Dave muss ich dann hier den Livestream auch mal angucken. Weil meine These wäre, das hier ist so ein Videospiel, wie Twin Peaks eine Serie ist. Von der Art und Weise her, also Twin Peaks Staffel 3, vor allem Twin Peaks Staffel 3,
Da passiert nämlich auch ganz wenig irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Es ist irgendwie sehr zäh, aber es ist sehr erfüllend gleichzeitig. Gerade wenn dann was passiert. Und es ist halt alles so interessant. Man checkt auch irgendwie nichts. Und es ist ein bisschen wie in der Höhle rumlaufen, hat man das Gefühl. Es ist schon eine ganz gute Analogie. Der einsame Wächter patrouilliert auf den verlassenen Straßen. Hier lag irgendwas. Oder auch nicht. Da frage ich mich, ob das das Twin Peaks der Videospiele ist. Aber wahrscheinlich gibt es da auch noch andere Videospiele, die den Titel verdient hätten. Und man weiß ja auch nicht, ob dann noch wirklich was dahinter steht. Vielleicht ist es dann wirklich zum Schluss einfach nur rumlaufen. Und man findet halt so ein bisschen den Scheiß. Und dann war es das schon. Hier bin ich gewesen. Ja, hier bin ich gewesen. Aber dann gehen wir mal jetzt runter und gehen wir mal noch in die andere Richtung. Weil da bin ich. Hier bin ich noch nicht gewesen. Glaube ich. Social Eating klingt ganz nice. Weißt du noch nicht, was ich esse? Das war der Raum, den du gerade gelöscht hast, oder? Ja, genau. Wo ich jetzt gerade eben gewesen bin, dieser mit der Zickzack-Treppe. Den hatte ich gelöscht für. Für was habe ich den denn jetzt gelöscht? Ah ja, für diesen Dings-Abzweigungsraum. Für diesen Raum, in dem ich jetzt gerade bin, habe ich den gelöscht. Ja, hier bin ich auch gewesen. Ja. Ja gut, gehen wir mal wieder zurück. Ja, es führt einen schon alles irgendwie so im Kreis. Man kommt dann immer irgendwo wieder raus. Ich wünschte, man könnte sich eine Karte erstellen. Ich hätte es ja machen können. Ah, habt ihr es gehört? Mein Fuß hat ganz doll geknackt. Auch ein Erlebnis. Gut, gehen wir wieder zurück. Tja. Karte wäre nicht schlecht. Also schon irgendwie eine Ingame-Karte. Aber dann wäre die Merken-Funktion halt irgendwie sinnlos. Hey Hugi, du alter Pro-Gamer, ist das das Mr. Burns Point-and-Click-Adventure? Schreibt, glaube Dave. Dave Fülecki. Das ist auch so ein Typ. Das ist auch einer, den wir kennen. Das ist auch einer von den Kandidaten. Moment, bin ich jetzt hier runtergelaufen oder bin ich hier hochgelaufen? Dave, was fällst du davon? Das Jahr der Videospiele? So fängt es an. Mit dem Kohlemännchen. Dem Kohlemännchen-Adventure. Heißt es, glaube ich. Also hier ist es, oh, hier ist der Dingsweg, ne? Der. Oder? Oder ist das was anderes? Dave, pass mal auf. Also hast ja jetzt gerade erst eingeschaltet. Aber du siehst ja jetzt ungefähr, was ich jetzt gerade mache. Und das ist so ziemlich das ganze Spiel. Man läuft durch so eine Höhle. Wenn man hier lang geht, dann kommen wir zu dem Dings, zu der Klippe, oder? Ich muss halt jetzt nochmal lang gehen, weil ich es nicht mehr weiß. Man läuft so ganz langsam rum. Manchmal findet man ein Stück Kohle. Manchmal findet man einen Teil von einem Musikinstrument. Und dann kommt man irgendwann an einen Raum, wo man nicht mehr weiterkommt. Wie jetzt zum Beispiel. Und dann sagt dir das Spiel, in 2 Wochen kannst du erst hier längs. Weil dann das Moos gewachsen ist. Hier zum Beispiel. Hier kann ich jetzt noch nicht runterspringen. Erst in 2 Wochen. Und das sind 2 Real-Time-Wochen. Also in 2 echten Wochen. Also du siehst hier den Countdown, 399 Tage, 21 Stunden noch. Dann ist das Spiel vorbei. Dann wacht der König auf. Und dann muss ich alles erforscht haben. So. Und ich habe schon mehrere Stellen, wo ich jetzt noch nicht weiterkomme.
An einer Stelle muss ich warten, dass da so ein bisschen Wasser reingelaufen ist. An einer Stelle brauche ich eine Spitzhacke. Hier muss das Moos wachsen. So, das ist sehr zäh. Aber trotzdem, irgendwas gibt es einem. Weil ich freue mich die ganze Zeit über so dumme Sachen. Wie zum Beispiel, dass ich halt das Musikinstrument finde. Oder Teil. Nehme natürlich nicht mal ein neues Musikinstrument, sondern nur Teil eines Musikinstruments. Und ich glaube, das bringt mir nicht mal irgendwie was. Man kann auch Moby Dick lesen, wenn man möchte. Oder Also sprach Zarathustra. Geht auch. Und ich habe vorhin so eine Art ganz kleine Thesen aufgestellt. Weil mich das, die Art und Weise, wie den Spaß, den ich hier empfinde, der erinnert mich an Twin Peaks, an Staffel 3 von Twin Peaks. Und du bist ja der einzige Mensch, manchmal höre ich eine wunderbare Melodie in meinem Kopf. Sagt das, das ist der Schatten. Guck, und hier komme ich auch nicht weiter. Was muss ich denn machen, um hier hochzukommen? Ein besonderer Feuerstein. Jetzt habe ich schon 3 Feuersteine. Geil. Klettern. Kommt der hier hoch? Nein. Eine Niederlage. Jetzt habe ich 3 Enttäuschungen. Ja, und manchmal passiert dann sowas. Dann geht man irgendwo, wo es ganz hoch ist, kommt man an. Und dann passiert dann nichts mehr. Aber wahrscheinlich komme ich hier auch irgendwann mal weiter. Oder ich kann von der anderen Seite hier runterlaufen. Das ist vielleicht auch das Einzige. Wahrscheinlich ist es das. Ich glaube, den muss ich mir nicht merken. Ich schätze mal, wenn ich da runterspringe, kann ich auch hier langs laufen. Naja, gut. Aber die Art und Weise, wie mir das irgendwie Spaß macht, hat mich ganz doll an Staffel 3 von Twin Peaks erinnert. Und du als einziger Mensch auf der Welt, der auch Twin Peaks Staffel 3 geguckt hat, was denkst du? Was denkst du dazu? Ich dachte die ganze Zeit, du redest nicht. Dabei hat Twitch einfach automatisch wieder stumm geschaltet. Das kann ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Also meine Frage, das Spiel hier, man läuft so rum, es passiert ganz, ganz wenig. Praktisch fast nichts. Aber irgendwie gibt es einem eine merkwürdige Art von Spaß. Und ich habe das mit Twin Peaks Staffel 3 verglichen. Denkst du, dass das so sein könnte? Du hast ja meine ganze lange Ausführung jetzt nicht mitgekriegt. Ach, guck dir das einfach mal irgendwann später an. Das kannst du gut nebenbei laufen lassen. Es passiert halt wirklich nicht viel. Du kannst halt das Spiel und mich als Livestream oder als Let's Play nebenbei laufen lassen und gleichzeitig noch Joko und Klaas angucken, wenn du willst. So, hier oben bin ich gewesen. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Da habe ich alle drei Richtungen, glaube ich, abgegrast. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt noch hingehen soll. Da unten bin ich gewesen. Ich kann das ja mal ausprobieren. Bin ich jetzt. Wo ist denn der Raum? Ah, nee, ich komme ja dann noch von der anderen Seite rein. Das ist ja auch das Ding. Ich habe ja gedacht, ich müsste. Die Räume wären nicht miteinander verbunden, aber die sind halt alle miteinander verbunden. Dann muss ich hier, glaube ich, durchgehen. Ich bin wahrhaft alleine. Warst du schon durch das Tor bei dem Raum mit dem komischen Anfang? Ich war noch nicht in diesem Raum, tatsächlich, den ich jetzt durch Zufall gefunden habe. Ich habe also tatsächlich auch wirklich keine Ahnung, wo ich dann schon gewesen bin und wo ich noch nicht gewesen bin. Weil ich immer denke, ja, hier bist du ja dann schon gewesen. Dann hast du ja jetzt ja alles abgeklappert. Dann komme ich auf einmal in einen Raum, wo so ein Schatz rumliegt. Der Raum des Drachen. Ein Schwert. Und Gold. Und hier ein Ziegelstein. Kieselstein bestimmt. Oder vielleicht blaue Kreide. Das wär's.
Ein Stück Kreide. Jetzt kann ich den blassen Mond malen, der mir auf immer verborgen bleibt. Kann ich hiermit irgendwie interagieren mit dem Golden Goldschatz? Hacken. Der Schatz ist hinter einer nahezu undurchdringlichen Scheibe aus Kristallglas. Nicht, dass ich viel damit anfangen könnte. Hä, ich habe doch gar keine Hacke. Also ich könnte hier hacken, wenn ich eine hätte. Na gut. Ich muss aber nur eine Hacke finden. Ein Raum voller Gold und du freust dich über Kreide. Ja, was soll ich denn mit dem Gold? Kann ich auch nichts mit anfangen. Es ist ja keiner da. Könnt ihr mir ja nichts kaufen. Bin ich hier schon gewesen? Das kommt mir nämlich auch schon bekannt vor. Ich gehe jetzt mal nochmal zurück. Wir gehen erstmal nochmal wieder ganz deep rein. Erstmal am Goldschatz vorbei. Sollen wir uns den Goldschatzraum merken? Müssten wir eigentlich, ne? Das macht ja irgendwie Sinn. Das ist nämlich auch das Ding. Man hat also die Möglichkeit, sich verschiedene Räume zu merken. Also für die Leute, die jetzt... Es sind nämlich jetzt ein paar Leute dazugekommen. Für Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Es gibt halt... Ich habe halt genau die Anzahl hier an Räumen, kann ich mir merken, wo er dann automatisch hinläuft. Natürlich, er beamt sich da nicht hin, es ist nicht Fast Travel, auch wenn ich immer sage, es ist Fast Travel. Er geht dann da einfach hin. Und es ist so ein bisschen schwierig zu entscheiden. Ich habe halt immer versucht, mir dann so wichtige Ecken zu merken, wo es verschiedene Abzweigungen gab. Das hat alles irgendwie nicht so richtig gut funktioniert. Aber zum Beispiel, das hier ist ein wichtiger Raum, weil es hier ist das Ding, was vollläuft mit Wasser und dann kann ich dann irgendwann... da durchschwimmen und kommen dann da weiter. Das war halt eine Sackgasse. Hier ist diese Klippe. Das ist zum Beispiel dieser Raum. Eigentlich brauche ich den nicht mehr, weil ich hier eh immer im Kreis laufe. Da weiß ich nicht mal mehr, was das für ein Raum war, warum ich mir den markiert habe. Hier muss der Stalaktit von der Decke fallen. Das passiert, glaube ich, in so 3 Wochen oder so. Ich kann jetzt... So, dann habe ich noch irgend so eine Abzweigung. Hier ist ein... Da liegt ein Stein mit Wasser drin. Weiß ich auch noch nicht, was das bringen soll. Und da ist ein Pilz, den ich nicht abbauen kann, weil ich noch die Spitzhacke noch nicht habe. Und hier ist der Raum der Unendlichkeit. Und das war auch noch irgendwas Wichtiges, glaube ich. Ich werde jetzt diesen Teil hier überschreiben mit dem Goldraum. Damit ich mir den Goldraum merken kann, dass ich da dann später mal irgendwann hinlaufe. Weil ich glaube, die Idee des Spiels ist, dass man dann halt in einer Woche oder in 2 Wochen oder in 3 Wochen halt nochmal wiederkommt, wenn man alles abgegrast hat. Und dann geht man zu den ganzen Räumlichkeiten wieder hin, die man dann neu hat. Und ich habe halt das Gefühl, das füllt schon diese 400 Tage ganz gut aus. Das wird nicht so sein, dass ich dann wirklich so nach, keine Ahnung, nach 200 Tagen alles dann gesehen habe. Wieso sind wir jetzt hier? Das macht aber keinen Sinn. Durch das bin ich doch schon mal... Oder bin ich niemals durch diese Tür gegangen? Bis jetzt. Ich glaube nicht. Aber ausgerechnet komme ich jetzt hier wieder raus. Stell dir mal vor, wir wären am Anfang durch diese Tür gegangen. Das ist, wir sind dann hier vorne, nämlich ganz am Anfang. Stell dir mal vor, wir wären gleich hier durchgelaufen. Wir wären gleich an so einem Goldschatz vorbeigelaufen. Stattdessen haben wir das Loch mit dem Wasser gefunden. Dass ich keine Spitzhacke habe, ärgert mich. Naja, also ich habe dann schon das Gefühl, dass die Viert und Tage tatsächlich ganz gut ausgefüllt sind. So, dann gehen wir jetzt gleich nochmal hier durch, da sind wir ja noch nicht gewesen. Hättest du eigentlich Lust, ein Point-and-Click-Adventure oder ähnliches zu illustrieren? Hätte ich total Bock auf sowas. Ich habe auch, also noch mehr Bock hätte ich natürlich. Ich habe eine Idee für ein eigenes Point-and-Click-Adventure. Ich frage mich, wie groß diese Höhle wohl tatsächlich, wie groß diese Höhlen wohl tatsächlich sind. Na, es ist ja eigentlich nur eine Höhle, haben wir ja schon festgelegt.
Wenn es nur einen Ausgang gibt, dann ist es nur eine große Höhle, egal wie viele Räume es innerhalb der Höhle gibt. Weil es dann auch nur ein Loch gibt. Ich hätte da also noch mehr Bock drauf, das selber, also mir selber eins auszudenken und das dann zu illustrieren und so. Aber ich würde auch so eins. Falls jetzt jemand kommt und sagt, der hat die Idee. Aber es ist ganz viel Arbeit. Achso, okay, jetzt sind wir hier. Hier ist der Raum mit dem Stalaktiden. Gut, dann sind wir durch die anderen Türen gegangen. Sehen wir dann ja jetzt. Es ist immer komisch, dass ich dann irgendwelche Wege noch nicht gegangen bin. Also ich könnte das wahrscheinlich programmieren. Na, hast du denn eine Idee für ein Videospiel, was du gerne programmieren willst? Und brauchst nur dann so einen Typ, der das dann auch macht? Oder sagst du, nur, denk du dir mal was aus? Da können wir uns ja mal zusammensetzen. Aber ich habe auch noch meinen Kumpel Marco Dingenskirchen, der will auch noch ein Spiel mit mir zusammen programmieren. Aber das wollen wir auch schon seit ein paar Jahren. Das hat noch nicht so richtig geklappt bis jetzt. Okay, hier bin ich aber gewesen. Gehen wir jetzt nochmal zurück. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles abgegrast. Und gleich kommt dann wieder ein Raum, in dem ich noch niemals gewesen bin. Na, hier geht es ja nach dann ganz oben, ne? Das ist nur. Das ist der Enttäuschungsding. Da gibt's nichts. Obwohl. Foreshadowing. Wir sind zwar hochgelaufen und dann hat er gesagt, ja, hier oben, dann gibt's ja gar nichts mehr. Aber wir sind ja vorhin auch an der einen Stelle gewesen, wo wir nicht mehr weiterkamen, wo er auch eine Enttäuschung zugeführt hat. Und das ist ja wahrscheinlich der Raum, wo man dann zurücklaufen kann. Das heißt, vielleicht kommt man irgendwann von oben auch nochmal wieder runter. Haha. Haha. So. Ich glaube, jetzt sind wir überall mal gewesen. Jetzt gucke ich mal. Sollen wir jetzt mal. Ja, jetzt könnten wir eigentlich mal hierhin zurücklaufen. Ein kleiner Spaziergang. Kann nicht schaden. Genau, dann geht er nämlich unten rum da wieder hin. War jetzt einfach eine spontane Idee. Also, ich habe mir da nicht wirklich Gedanken gemacht. Ja, wir gründen einfach unser kleines Entwicklerstudio. Du und ich und Marco Dingenskirchen. Ihr macht Programmieren. Und das und so, was man da so machen muss. Und ich mache die ganze grafische Arbeit. Eigentlich müsste es, glaube ich, eher andersrum sein. Obwohl weiß ich nicht so genau, wie das so richtig ist. Ah. Jetzt frage ich mich wirklich, haben wir alles gesehen in der einen Richtung? Ich glaube schon. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich nochmal hätte langs laufen müssen. Wir haben immer die Spitzhacke noch nicht gefunden. Das ist das Geheimnis nämlich. Wir können ja noch die Spitzhacke finden. Deal. Ja, gut. Schreibe ich das Marco demnächst. Demnächst geht es los. Aber wir haben letztens bei sehr viel Bier uns überlegt, dass wir, bevor wir unsere Spielefirma gründen, wollen wir noch eine App entwickeln, mit der wir dann sehr viel Geld verdienen. Damit wir dann genug Geld haben, um die App zu machen. So, jetzt sind wir nämlich hier wieder. Ich glaube, jetzt können wir zurückgehen. Ich glaube, jetzt haben wir alle drei Türen hier erforscht. Das heißt, wir können eigentlich. Ey. Meine Nase ist noch nicht spitz genug, um diesen Kristall abzuernten. Vielleicht kann ich irgendwo eine gute Spitzhacke finden. Die Kristalle kann man auch abernten.
Ich brauche so eine motherfucking Spitzhacke. Wenn ich die Spitzhacke gefunden habe, Leute. Die findet man wahrscheinlich dann ganz zum Schluss erst. Ja gut, dann gehen wir jetzt zurück. Und dann gucken wir mal, was wir so für Bücher gefunden haben. Dann machen wir noch ein paar Bilder. Legen unsere Teppiche aus. Ich kann ja auch Fast Travel machen. Zeit nach Hause zu gehen. Und dann machen wir eine kurze Pause und dann gibt's Social Eating. Und dann weiß ich noch nicht. Dann haben wir ja erstmal. Sind wir erstmal ganz gut durch. Mit dem Spiel. Könnt ihr euch dann aussuchen, ob ihr dann noch Bock habt, dass ich noch irgendwas anderes spiele? Bin ich gerade an Kohle vorbeigelaufen? Ah, jetzt ist er weg. Ob ich dann noch irgendwas anderes spielen soll? Kann man bei Twitch dann eigentlich spontan das ändern? Während des Streams? Eigentlich müsste das ja gehen, oder? Ich muss dann nicht den Stream abbrechen. Der König! Hey, bist du schon hyped für trotzdem nach Leipzig? Muss dann auch gleich Social Eden mit meiner Frau, der ist zu. Schreibt Dave. Ja, gehypt. Ich sag mal so. Also ich hab das natürlich hier schon ganz gehypt angekündigt, unser großes Ding. Unser großes Ersatz Convention Happenings, die wir veranstalten. Aber ganz ehrlich, Dave, ich weiß, du hast das ja alles gemacht. Du hast das ja alles organisiert mit Hilfe von anderen Leuten. Und sehr gut hast du das auch gemacht. Ich freue mich dann natürlich auch schon, aber ganz ehrlich, ich fände es schon besser, wenn die Leipziger Buchmesse stattfinden würde. Weil ich habe halt die Befürchtung, also wir werden das natürlich schon ganz cool machen und wir machen uns ja eh immer einen Spaß. Und so. Und das ist unser Zuhause. Auch jetzt hat er die Teppiche ja schon hingelegt. Ich dachte, ich dürfte das jetzt noch machen. Die Teppiche haben wir im Raum von Geist und Zeit gefunden, oder wie das heißt. Hat er das Instrument auch schon weiter? Ah, guck mal. Ein fliegender Teppich. Viele Bücher. Ah, hier ist das Wasser! Hier ist das Wasser! Guck mal, das Wasser! Das ist das! Da haben wir den Stein hochgehoben und dann konnte das Wasser woanders hinfließen. Und jetzt kommt hier das Wasser an. Hier war am Anfang noch kein Wasser. Seht ihr, wie aufgeregt ich immer bin? Für den ganzen... für sowas? Ich werde alle 4 Teile dieses Instrument finden müssen. 2 habe ich schon. Der ständige Lärm fließendes Wassers treibt mich in den Wahn. Wenn hat er gemeint, er findet es gut, wenn das Wasser fließt. Nö, wir machen das wieder. Die sanfte Musik fließendes Wassers beruhigt meine Nerven. Seht ihr? Vorhin hat er nämlich gesagt, er findet es gut. Ah, wir können Feuer machen! Brennt das Feuer dann für immer? Meine Feuerstelle. Dieser Raum könnte ab und zu etwas Wärme vertragen. Feuer machen. Ah, 5 Kohle. Ja, komm on. Wir machen's.
Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient. Komm, dann machen wir ein paar Bilder. Schön Bilder machen, wie im echten Leben. Dave schreibt, ja, eine schlechte LBM wäre schon unschlagbar, aber ein ersatzloser Ausfall wäre zu krass. Das hätte Delfinium Prinz echt finanziell das Genick gebrochen, brechen können. So hoffe ich auf ein paar treue Stammkundinnen, die uns trotzdem besuchen kommen. Restliche Zeit können wir Liegestütze machen und uns ballaststoffreich ernähren. Ja, ich bringe Kreatin mit. Das ist gut für die Muskeln. Ja, naja, mal gucken, wie es so wird, ey. Wer weiß, wer weiß. Ich hätte noch Bock auf mehr Live-Hugi. Okay, dann spielen wir gleich irgendwie noch was anderes. Aber was? Aber was? Ich habe nämlich nix vorbereitet. Ansonsten. So. Dann machen wir jetzt zuerst ich. Brauchen wir dafür 10 Kohle oder 1 Kohle? Weil dann möchte ich erst... Ich habe erst Klaus gelesen. Klaus. Dann möchte ich erst den Freund malen. Ah. Die Zeit vergeht schneller in Gesellschaft großer Kunst. Das hier verdient einen besonderen Platz an meiner Wand. Kommt direkt über den Kamin. Geil. Nochmals malen. Malen. Ah, ich kann noch 9 Bilder malen. Geil. Dann malen wir jetzt ich. Gut für die Muskeln, ist gut für uns, ist gut für die Ladies. Richtig. Ich glaube, das sind die Papiere, die du hast. Ja, genau. Ich habe 10 Papier gesammelt. Wo soll es hin? 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 Das kommt hier hin. Ich, damit man sich beim Rausgehen angucken kann. Noch ein Bild malen. Vater. Ich habe auch schon ein Rot und ein Weiß und ein Rot. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon malen kann. Kann ich auch halbfertig malen? Das ist wie das echte Leben des Spiels. Probier mal die anderen Farben aus. Ach so, ich kann einfach so eine andere Farbe wählen. Ich dachte, ich kann erst mir dann noch Bilder zusammenpacken. Das kommt hier oben drüber. Aber ich habe ja nur... Das hätte ich ja alles schon malen können. Ach so! Ach, das kann man auch noch kombinieren. Das ist ja genial. So habe ich also das Blanko-Bild gemalt, in dem ich nichts ausgewählt habe. Ach, ich kann schwarz. Schwarz und weiß. Dann kann ich den Mond malen. Oh. Und dann kann ich aber auch die Tragödie malen. Ach, das ist zu gruselig. Eine Mutant. Grab. Wunde. Nur schwarz und rot gibt's auch. Geil. Ach, das gefällt mir auch gut. Was soll ich malen? Ich möchte eins hiervon auf jeden Fall malen. Was soll ich malen? 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 Ihr dürft eins aussuchen. Ich finde die Hand gut.
Die Hand oder Wasser gefällt mir auch gut. Auge, ja, Auge gefällt mir auch gut. Komm, das malen wir. Geil, wir machen jetzt eine geile Bude. Sieht dann aus wie bei mir zu Hause. Nur, dass bei mir zu Hause halt eigentlich nur Knockout-Poster rumhängen. Ach, davon kann ich auch gleich nochmal erzählen, von meinem Besuch beim Knockout-Konzert. Und beim Kiel-Attack-Konzert. Geil. Geil. Kann ich die Bilder auch noch... Ah, ja. Alles perfekt. Das ist perfekt. Kann ich das Bild ins Feuer werfen? Ich glaube nicht. Noch was malen. Wollen wir alle unsere Papiere schon verbrauchen? Oder wollen wir erst noch aufheben? Dann machen wir auf jeden Fall noch ein schwarz-weißes. Hier, ich finde Wunde ist gut, weil das passt zu meinem echten Leben, da wo ich meine Zähne verloren habe. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich auf die Fresse gefallen bin und mir meine drei Vorderzähne ausgeschlagen habe? Das passt. Passt, das Bild erzählt einfach mein Leben. Aber wir müssen ja gleich noch gucken, was wir für Bücher gefunden haben. Und gleich ist Pause. Ah, er braucht lange für dieses Bild. Ich frage mich, ob ich wirklich alle Bilder malen kann. Soll ich die alle... Ach, ich lasse erstmal so hängen, würde ich sagen. Setzen wir uns erstmal in den Sessel. Was war das? Ah, Sanduhr prüfen. Wenn man einmal gelernt hat, seinen Geist zu beschäftigen, vergeht die Zeit im Fluge. Na, guck mal, es ist ja schon 4 Stunden, naja, 3 Stunden und 10 Minuten von den gesamten 400 Tagen rum. Hinsetzen und lesen. Sitzen und starren. Ein Buch lesen. Guck mal, was wir jetzt schon haben. Wir haben Gedanken. Er müsste ja theoretisch was dazugefügt haben schon. Ist das neu dazugekommen? Ah! Ich habe meinen Ton gerade rausgezogen. Shit. Augenblick. Okay. Ich würde gehen holen, ein paar Sekunden, das habe ich gelesen. Ja, das habe ich alles schon gelesen. Ja, okay. Guck, also sprach Zarathustra, Moby Dick, hatten wir schon. Und das Goose Girl. Dann haben wir Gedichte 2, Metamorphosis. Die 6 Schwäne und Fable. Fable 1. Das Buch zum Spiel. Das ist alles viel. Also du kannst den ganzen Scheiß echt lesen, ne? Ohne Scheiß. Das ist das Märchen, die 6 Schwäne. Das kenne ich. Aber das machen wir nicht. Also nicht heute. Aber theoretisch könnten wir das irgendwann mal machen. Schön nochmal eine Lesestunde einfügen. Dann bin ich wie die Marmeladenoma. Fucking Moby Dick, ey. 1282 Seiten. Moby Dick kann ich auch einfach zusammenfassen. Ganz lange steht dann immer nur so drin, was du alles für einen Walfang brauchst. Also Sprachzeitertutze ist gar nicht so lang. Und dann ist auch noch auf Englisch. Naja, irgendwann machen wir das.
Wir können uns ja auch nochmal hinsetzen und starren. Sitzen und starren. Ach, schön. Guck mal, Feuer und Wasser, Teppiche, Kreide, schöne Bilder gemalt. Kannst du unten noch weiter blättern? Ich kann die ganzen Bücher, kann ich alle durchblättern. Ja, Moby Dick. Und dann geht's schön los. Oh, man kann lesen lassen? Moment. Hä? Das check ich nicht. Ach so, lesen lassen, dann blättert er einfach automatisch durch. Er blättert nämlich die Seiten immer einfach weiter. Das heißt, so kannst du es dann theoretisch durchlesen, ohne dass du es selber lesen musst, wenn du willst, dass das Buch durchgelesen werden wird. Nehme ich mal an, dass er dann irgendwann markiert, ja, ich habe das Buch durchgelesen. Ich dachte, jetzt liest es vielleicht vor, das wäre geil gewesen. Naja, irgendwann, vielleicht lese ich das dann mal in den nächsten 400 Tagen. Wer weiß? Wer weiß? Achso, die Bücherliste. Ja, Moment. Ich guck nochmal. Ja, stimmt, es geht noch weiter. Aber ich habe noch nicht mehr Bücher. Aber da werden noch welche dazukommen. Krass. Wie die Zeit vergeht, ich sollte mehr lesen. Ne, wir setzen uns jetzt mal nochmal hin und starren. Sitzen und starren. So. Ich mache mir jetzt kurz mal eben was zu essen. Ihr könnt ja auch mal eben Pause machen. Guten Tag, Destroy 3. Folgt mir jetzt, wird mir gerade angezeigt. Wird das nicht mal irgendwo hier... Latest Followers? Es gibt doch so eine Liste. 2 Followers this stream. Hassnacht. 2 Follower this stream wird mir angezeigt und dann wird einer angezeigt. Gut. Wäre sinnvoller, wenn 2 angezeigt werden würden. Aber naja. Hassnacht und Destroy 3. Vielen Dank fürs Folgen. Gut. Ihr könnt jetzt dem Rauchermännel noch weiter zugucken, wie schön die Zeit weiter runterläuft. Ich mache mir was zu essen. Ihr könnt euch natürlich auch was zu essen machen. Und dann machen wir gleich ein bisschen Social Eating. Und danach wird vielleicht irgendwas anderes noch gespielt. Weil ich glaube, hier sind wir erstmal durch. Für so weit, so gut. Gut. Das ist ja der Trick. Jetzt fällt es mir gerade ein. Die 400 Tage. Ich habe halt so gedacht, ne, du musst halt die 400 Tage durchspielen und dann hast du alles gesehen. Aber vielleicht ist das sogar so viel Content, dass das knapp wird in den 400 Tagen. Und dann muss man nämlich in den Raum, wo die Zeit nicht weitergeht, reingehen. Weil ich meine ja, dass die Zeit... Ah, nein! Ich muss weggehen und guck mal, wie schnell die Zeit jetzt runterläuft. Seht ihr das? Das geht jetzt schneller, weil ich starre. Schnell runtergehen. Jetzt geht die Zeit wieder... Die Zeit geht immer noch schnell rum. War das die ganze Zeit schon so? Hä? Moment, ich gehe mal raus. Sonst lief das doch sekundenweise ab, oder nicht? Das ist das, weil ich so viele Bilder gemalt habe. Na, hier vergeht die Zeit wieder normal. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Na, hier vergeht die Zeit schneller. Aha.
Ja gut. Ich glaube, das können wir uns mal leisten. Wir waren ja auch Ewigkeiten in dem Raum der Raum- und Zeit-Dingsbumskirchen drin. Wir setzen uns nochmal hin und starren. Hinsetzen und starren. So. Vielleicht kannst du die Zeit auch beeinflussen, wenn du die Zeit an deinem PC änderst. Nee, ich glaube nicht, weil der hängt irgendwie mit der Steam-Bibliothek zusammen und dann übers Internet. Das heißt, der müsste eigentlich darüber seine Zeit beziehen. Gut. Ja, gucken wir mal. Ich mache mir was zu essen. Ihr könnt euch auch was zu essen machen. Dann geht's gleich weiter mit irgendwas. Bis dann.